Bergtour auf Terrax über das wilde Gamseck. Aufstieg vom Nassbauern bei Altenberg zuerst auf den Nasskamm. Die Rax selbst ist noch unter dichten Wolken. Auf der ganzen Tour bin ich nur Gams begegnet. Nach 400 Höhenmetern komme ich an diesen Hütten vorbei. Nach weiteren 200 Höhenmetern stehe ich am Gupf und hier zweigt der Steig auf das wilde Gamseck ab. Vom Raxental in das wolkenverhangene wilde Gamseck. Und vom hinteren Nasswald schaut es nach oben auch nicht besser aus. Jetzt habe ich den Einstieg zur Wand erreicht. Viel nasser Nebel und sehr stürmischer Wind begleiten mich. Die Sicht ist bei diesem Wetter leider null. Den Kletterweg mit der Schwierigkeitsgrad 3 kenne ich aber sehr gut. Ich bin ihn ja doch schon oft gegangen. Die Kassette mit dem Wandbuch ist in einer Nische schon fast beim Ausstieg angebracht. Noch immer ist dichter Nebel um mich. Auf die Minute genau habe ich nach 2 Stunden das Plateau der Rax erreicht. Nach einer kurzen Querung steige ich dann über das gesicherte, sogenannte zahme Gamseck, 950 Höhenmeter wieder ab. Blick nach Altenberg an der Rax. Und hinauf auf den immer noch stürmisch und wolkenverhangenen Raxkamm. Auch die Schneealpe liegt in Wolken. Nur unten scheint schon die Sonne. Das sind die Felsen des wilden Gamseck vom Gupf aus. Schöne und erste Rast bei der Gamsecker Hütte. Vom Nasskamm letzter Rückblick auf das wilde Gamseck der Rax. Und der gemütliche Abstieg Richtung Altenberg zum Nassbauern und Auto. Wieder auf die Minute genau war ich insgesamt 4 Stunden unterwegs.